Moin! Willkommen im Max Beachshop. Heute habe ich für euch 10 Sachen, die ihr machen könnt, wenn ihr einen alten Diesel fahrt und von diesem scheiß Fahrverbot betroffen seid. Ihr verhökert euer Auto, kauft euch ein E-Auto. Und dann baut dann dieses E-Auto eine Anhängerkupplung. Auf diese Anhängerkupplung stellt ihr einen Dieselgenerator. Den schmeißt ihr dann an und legt ein Kabel nach vorne zu eurem E-Auto. Schon habt ihr einen Hybriden. Astreines Ding. Und das funktioniert wirklich. Hier, ihr besorgt euch einen uralten Stinkdiesel. Die letzte hier Rotzelkiste. Haut ein H-Kennzeichen drauf und fährt damit in der Innenstadt. Noch geht das, aber ich habe gehört, wegen der blauen Plakette sollen die Oldtimer auch ausgeschlossen werden. Dann hier geht's nicht mehr. Bisher rein theoretisch, das ist wirklich mal ernst gemeint, das funktioniert. Ist kacke für die Oldtimer-Fahrer, aber rein theoretisch wird das funktionieren. Schieben. Ganz einfache Story. Ihr habt eine Straße mit blauer Plakette, wo nicht lang dürfen an Diesel. Macht den Motor aus, steigt aus und schiebt dieses Auto einfach über diese Straße. Weil das Dieselfahrverbot, das zählt nämlich nur bei angeschaltetem Motor. Ganz einfache Geschichte, Thema vergessen, ihr lacht die aus, ihr seid die Geileren. Einfach die Abgase ins Auto leiten. Ihr nehmt einen Schlauch aus dem Auspuff. Führt den hinten durchs Heckscheibenfenster oder durchs Seitenfenster, gucken wir mal, was ihr gerade für ein Auto fahrt, rein und fahrt durch diese Umweltzone. Ganz einfache Story, ihr habt innen wohl ein bisschen Nebel, aber die Umwelt wird nicht belastet. Sobald ihr aus der Zähne raus seid, macht ihr die Scheiben auf und es wird alles klar. Ganz einfache Geschichte, super Wirkung, astral. Ihr steht mit an dieser in der Kreuzung. Vor euch steht ein Benziner. Ihr wisst genau, ab hier darf ich nicht mehr fahren. Was macht ihr? Genau, ihr steigt aus, redet mit dem Fahrer von dem Benzinauto oder Elektroauto. Oder den Gasauto. Ist total egal. Würde auch rein theoretisch mit dem Fahrrad funktionieren, wenn der Fahrer genug Kraft hat oder mit dem Pferd. Ja, dann nehmt euer Absteppseil, hängt euer Auto hinten das andere Auto ran, macht euer Motor aus und lasst euch durch die Umweltzone ziehen. Und schon, ihr habt euer Ziel erreicht mit eurem Diesel und habt sogar noch Sprit gespart. Euch einfach nicht erwischen lassen. Ihr fährt mit eurem Diesel in die Umweltzone ein. Hält die Augen offen, ob die Polizei kommt. Sollte die Polizei kommen, schaltet ihr runter, drückt drauf und verpisst euch. Und wenn die Polizei euch nicht kriegt, ist alles gut. Und wenn die Polizei euch kriegt, habt ihr ein Problem. Auge um Auge, Zahn um Zahn, quid pro quo. Ganz einfache Story. Verfolgungsjagden gibt das hier nicht, aber Action. Action ist geil und eine Verfolgung. Naja, wir filmen das, kommt ins Fernsehen. Ist ja auch geil, oder nicht? Aber nicht mit einem Girls-by-Saug-Diesel anfangen oder sowas. Damit habt ihr euch gleich am Arsch. Ist nicht so geil. Mit dem Fahrrad fahren. Ihr parkt euer Auto außerhalb von der Umweltzone, steigt auf ein x-beliebiges Fahrrad, was hier gerade so rumsteht, scheißegal, was für eins, ob es euer ist oder nicht, und fahrt einfach mit dem Fahrrad. Wo ist das Problem? Geht doch auch. Ja, ich persönlich, ja, ich würde dann eher wahrscheinlich die 6 bevorzugen, die ist ein bisschen schneller. Werdet einfach Diplomat. Also ihr reist in Deutschland aus, reist zum Beispiel in die Türkei, geht nach dem Kollegen Erdogan. Der Herr Erdogan wird sich fragen, was du da willst. Dann musst du sagen, ja, ich will Diplomat werden. Ich will die Beziehung zu Deutschland verbessern oder je nach politischer Lage auch verschlechtern. Und je nachdem, womit der hier Erdogan da mit einverstanden ist, kriegt ihr vielleicht euren Diplomatenpass. Danach steigt ihr in euren alten Diesel, fahrt in der Innenstadt. Sobald die Polizei euch anhält, habt ihr einen hier Diplomatenausweis. Ihr sagt, ich bin Diplomat, ich brauche das nicht und gut ist. Werdet einfach Politiker. Das heißt, ich kriege immer den neuesten Wagen vorgestellt.
alles Diesel. Euch hält keiner an, euch fragt keiner und wenn euch das nervt, könnt ihr das Gesetz einfach ändern. Ganz einfache Story und gut ist. Werdet einfach reich. Ihr habt zwei Möglichkeiten, wenn ihr reich seid. Entweder ihr bezahlt die Strafen einfach oder ihr kauft euch ein Euro 6 Fahrzeug, Benziner oder irgendwas in der Art. Oder ihr holt euch eine Limousine oder einen Chauffeur für euer Fahrzeug und sobald ihr angehalten werdet, bezahlt der Chauffeur die Strafe. Und gut ist, ihr seid aus dem Schneider, euer Auto fährt durch die Umweltzone und kein weiterer Diesel. Das ist eine Story und so muss das sein. Unterm Strich jetzt nochmal, das wäre ja gerade mit ein bisschen Spaß verbunden. Meine persönliche Meinung ist absoluter Humbug. Du kannst nicht einfach eine Art von Auto verbieten, das funktioniert nicht. Irgendeine Person wird sich so ein Auto gekauft haben von seinen Ersparten. Und ich meine, so ein Golf Diesel ist nicht gerade billig, so ein nagelneuer Golf Diesel. Oder vielleicht sogar höherwertigeres sogar noch. Oder scheißegal, was für ein Diesel. Ist nicht billig. Da wohnst du in der Innenstadt und musst dein Auto jetzt verkaufen. Oder was? Oder für die Umweltprämie verschrotten lassen. Das geht nicht klar. Ne? Umwelt hin oder her. Da gibt es Statistiken, die einen sagen so und die anderen sagen wiederum so. Mein Eindruck ist eigentlich nur, das geht hier um diese bunten Scheinchen, die in der Tasche sind, die sind im Geldbeutel. Das ist einfach nur wieder Geldmacherei, die Industrie anzukurbeln. Mehr ist das nicht. Ne? Weil in meinen Augen kannst du lieber einen alten hier 190er Diesel fahren. Da kommen hinten die alten Briketts hinten rausgefallen, die kannst du so wegfegen. So ungefähr eine Art ist das. Da gibt es auch keinen Feinstaub. Na gut, die Nox-Werte sind dementsprechend natürlich auch hoch. Wollen wir ja nicht mal anzweifeln. Es geht ja auch wirklich nicht um den Feinstaub, sondern auch um den Feinstaub, aber hauptsächlich um die Nox-Werte, dass sie zu hoch sind. Aber Oxycat, oder? Gut ist das. Fußpartikelfilter. Aber gut, da kann man sagen, was man will. Die Welt ist krank. Ich finde das wirklich persönlich krank. Mich selber betrifft das nicht. Ich habe keinen Diesel. Naja gut, eigentlich schon, aber nicht so richtig. Aber ich finde das nicht gut. Ich meine, ich sitze jetzt gerade auch auf dem Diesel. Ich sitze gerade auf dem Diesel und habe hier 33.000 Liter Diesel hinten drin geladen. Und meint ihr jetzt etwa hier, die LKWs fahren jetzt mit Wasser durch die Gegend oder mit Elektro oder was? Das funktioniert nicht. Stell dir mal vor, ihr habt einen Autobahnrastplatz. Ja? Güterverkehr, LKWs fahren im Fährverkehr. Die Autobahnen sind alle schon voll, die Rastplätze sind alle voll. Auf der A2 braucht ihr nach 6 Uhr nicht mal probieren, einen Standplatz zu kriegen. Die sind alle voll. A1 genauso. Musst du runterfahren. Und da steht ihr am Rastplatz und braucht einen Ladestecker. Wie soll das funktionieren? Das geht nicht. Das geht nicht auf. Das ist hier absolut undurchdacht. In Richtung Gas vielleicht. Oder hier Brennstoffzellen. Da kannst du mal drüber reden. Aber hier, der Diesel ist so lange nicht tot. Definitiv nicht. Lasst euch nichts erzählen von der Regierung. Lasst euch nichts erzählen von irgendwelchen Wissenschaftlern. Ganz im Gegenteil. Jetzt ist der Diesel billig. Jetzt könnt ihr euch ein astreines Auto kaufen für wenig Geld. Na, dementsprechend mein Statement dazu, munter bleiben.